glaube, Turmspringen habe ich mir deutlich einfacher vorgestellt, als es jetzt am Ende ist, wenn man da erstmal oben steht. Aber ich liebe eigentlich Herausforderungen und sich vorzubereiten auf einen Wettkampf habe ich schon immer gerne gemocht, deshalb werde ich da mitmachen. Wenn wir trainieren, trainieren wir so 2-3 Stunden und danach muss ich auch sagen, ist man auch fertig. Also weil man immer Körperspannung haben muss, man muss immer konzentriert sein, weil wenn man die Körperspannung verlässt, dann kann es zu Verletzungen kommen. Blaue Flecken geht ein, ich hatte einen hier auf der Nase, da habe ich irgendwie mein Knie gegen die Nase gehauen beim Salto, ansonsten halten sich die Verletzungen noch im Rahmen. Springer mit Christian Thees, wir sind ein Bachelor-Duo, springen wir zusammen und da muss man natürlich auch gucken, was passt zusammen, ob wir jetzt vom Dreier springen, ob wir vom Fünfer springen, das schauen wir mal jetzt die letzten Trainingstage, wie sich das entwickelt und was für Fortschritte man macht.